Jo Leute, hier ist wieder der Table Tennis Gamer. Wir machen weiter bei Mario Super Galaxy. Super Mario Galaxy. Mario Super Galaxy. Naja, Super Mario Galaxy. So, jetzt hab ich's. Ich zieh mir die Wii-Fernbedienung an und es geht direkt weiter. In the last part. Was haben wir im letzten Part gemacht? Wir haben 2 Sterne geholt. Recht wenig eigentlich für, für den Part. Ey, hör mal auf hier. Aber was sollen wir machen, Leute? Was sollen wir machen? Es war eigentlich so gut wie klar, dass wir nicht... Naja, klar nicht, aber nachdem wir das Level gesehen haben, ich war ja wirklich, nein, geh da hoch. Nicht so gut in dem Level, aber es war auch nicht ganz einfach, muss man auch sagen. So, Freundchen, was ist hier los? Komm. Lalalala. 170 will er noch haben. Hier. Jo. Und nur noch ein paar, dann haben wir den auch voll. Ich denke, den werden wir noch voll kriegen, währenddessen wir hier die Good Galaxy spielen. Zack. Und so, grün haben wir. Hier ist ein normaler. Gehen wir mal einfach hier reingucken, was hier auf uns wartet. Oh, ich glaube, da können wir Luigi befreien. Und wenn wir Luigi befreit haben, dann kann man mit Luigi nämlich auch nochmal Sterne holen. Das weiß ich nämlich, da gibt es auch nochmal Sterne. Die wir natürlich auch alle holen werden. Keine Sorge, Leute. Wir werden alle Sterne holen, die es in diesem Spiel gibt. Da ist er! There is er! Rette Luigi aus dem Spukhaus. Und wenn wir den gerettet haben, dann gibt es in der ersten Welt zum Beispiel noch Sterne, die wir noch holen können. Aber auch hier wahrscheinlich. Aber jetzt retten wir den Guten erstmal. Unseren Kumpanen, unseren Wegbegleiter seit Mario-Spielen ever. Luigi war immer dabei. Mario ohne Luigi kaum zu denken. Finde ich zumindest. Mit Mario verbinde ich immer Luigi. Obwohl beim Paper Mario zum Beispiel Luigi ja nicht dabei war. Da hat er seine Finger ja nicht mit dem Spiel gehabt. Oh, ich glaube, hier gab es einen schweren Endgegner, Leute. Fällt mir gerade mal so beiläufig ein. Ich meine, hier gab es einen schweren Endgegner. Wenn ich das richtig im Kopf habe, im Gedächtnis habe. Dann war der nicht ganz einfach. Aber egal, gucken wir uns das Ganze mal an. Boohoo-Haus hier ist doch völlig klar. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ey, der hat einen Schlüssel, der Sack. Kommst du mal her? Hör mal. Achso, muss man draufhüpfen, glaube ich, ne? Ja, komm. Wie war das? Bei Mario 64 musste man draufhüpfen. Oh. Naja, das scheint nicht so eine gute Sache zu sein. Oh. Irgendwo brauchen wir jetzt erstmal eine Münze, genau. Das wäre sinnvoll, aber wie kriegen wir denn jetzt hier... Das raff ich noch nicht so ganz. Was haben wir hier? Ah! Aha! Da müssen wir die reinlocken. Komm mal her. Guck mal hier. Oh oh. Ja, ja, ja. Ich wusste es genau. Hör mal! Oh, 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 oh. Wow! Mario, don't do it! Don't in die Flamme rein! Kommst du mit, Geist? Kommst du mit? Guck mal hier! Ja, er mit dem Schlüssel. Ja, direkt geht die Tür auf. Wir müssen gar nicht dahin laufen mit dem Schlüssel. Hui. So, und ab da rein. Wo ist Luigi? Wo habt ihr Luigi versteckt? Gebt Luigi her. Aber sofort, aber pronto. Pronto, giganto. Da oben ist unser böses schwarzes Loch. Oh. Ich sehe, es gibt Sternteile zu holen. Weg da. Wir dürfen nicht in das schwarze Loch hier rein. Bisschen unlogisch von der Physik her mit den schwarzen Löchern. Achso, das ist da oben. Naja, gut. Es ist da... Ey, gehst du mal da... Luigi, Mario meine ich. Dann werden wir wohl hier oben hingehen müssen. So. Komm schon, gib es her, du Sack. So. Und das auch. Oh, hier gibt es noch eins, Leute. Boah, hallo? Wo ist das hin? Sternenteil. So, Nummer 4. Musik geil gemacht, finde ich, Leute. Musik passt richtig. Muss man an der Stelle mal bemerken. Ah, hier ist noch eins. Ey! Goomba! Gib das Sternenteil her. So, 5 Sternenteile, Leute. What happened now? Oh, im schwarzen Loch drin, so ein Ding. Kein Problem. Das nehmen wir gerne mit. Und zack, weg, ab durchs Fenster. Wo ist Luigi? Wir haben ihn doch eben gesehen. Ab zu Luigi. Hier haben wir so ein paar Sternteile hier oben drauf für den
Luma-Fresser, den wir dann ja noch brauchen, hier unseren Vielfraß. Ja, und die Kamera lässt sich mal wieder exzellent drehen. Und das war knapp, aber es hat funktioniert, Leute. Mit CT-Gamer-Tricks. Luigi! Oh-oh. Luigi! Luigi, Luigi, where are you, where are you? Wo bist du hin? Wir suchen dich überall. Zeig uns... Oh! Yay! Du bist Geist Mario, um unsichtbar zu werden. Schüttle wie für you. Ah! Way, geile Sache, Leute. Ich will da rein. Da kommen wir wohl nicht rein. Oh. Hier oben ist eine Münze. Nehmen wir die mal mit. Aha. Zack, ein Leben bekommen. So, hier müssen wir wohl durch. Um zu Luigi zu kommen. Aha. Sehr interessante Sache. Ah, da braucht man nichts zum Rüberspringen. Hey! Luigi! Hör mal! Also, okay. Alles klar, wir müssen uns hier erstmal... Guck mal hier. So, ey! Luigi! Ich will dich retten! Hui! Guck mal! Hallo! Bruderherz, da bist du ja endlich! Ich habe die Toads aus den Augen verloren, aber es war furchtbar. Aber ich habe eine Powerstern gefunden. Siehst du, ich bin doch zu etwas zu gebrauchen. Yay, sehr geil, Luigi. So wollen wir das haben. Vielen Dank für deinen Powerstern, Kumpane. Unser Bruder hat uns einen Powerstern mitgebracht. Und den nehmen wir natürlich direkt an. Sacken uns den Powerstern in die Tasche ein. Und Luigi freut sich mit uns, Leute. Was für ein episches Bild. Aber Luigi ist halt Trottel-Luigi. Der rennt direkt mal durch die anderen Welten, weil er meint, er muss uns helfen, die Powersterne zu suchen. Ja. Und dann passiert Folgendes, er findet sie auch, aber kommt vom Baum nicht mehr runter und weiß ich nicht alles. Da werden wir uns aber erst in nächster Zukunft drum kümmern. Willkommen zurück! Jo, dort drüben ist jemand, der behauptet, dein Bruder zu sein. Als ich ihn fragte, sagte er mir, er wolle zusammen mit dir Powersterne suchen gehen. Ihr habt euch bestimmt viel zu erzählen. Schau doch mal bei der Garage vorbei. Ja, ach, Luigi, klar, speichern wollen wir immer. Sag, komm schon, speicher hier. Speichervorgang, bitte. Jo, gespeichert. So, wollen wir doch mal bei der Garage vorbeischauen. Mal gucken, was unser Bruder da wieder anstellt. Wait. Ey, was ist los, Luigi? Sag mal was. Bruder, du suchst doch nach Powerstern, oder? Dann will ich dir dabei helfen. Wahrscheinlich hast du in der Eierplanetengalaxie einen übersehen. Wenn ich ihn gefunden habe, schreibe ich dir einen Brief. Versprochen. Jo. Das ist gut, er will uns helfen, aber wie gesagt, er ist dabei wieder so trottelig, dass er da wieder vom Baum nicht runterkommt und ach, weiß ich nicht, wo der nicht mehr alles runterkommt und hochkommt und... Naja. So, wir werden auf jeden Fall uns jetzt hier zurück in die Küche begeben, um in der Buhu-Galaxie da mit dem Haus nochmal ein bisschen aufzuräumen. Jo, das wäre fast ein Fail geworden. Genug Sternteile haben wir noch nicht, um unseren Luma zufriedenzustellen. Das werden wir aber, denke ich, in einer der nächsten, entweder im nächsten oder im übernächsten Part haben. Wir gehen jetzt hier erst nochmal in die Galaxie. Haben wir hier noch irgendwas? So, ne, soweit nicht. Und zack, dauert hinfliegen. Klar, in der Glasstrandgalaxie ist noch was. Aber ich glaube, da ist Luigi auch irgendwann tätig. Oder wir müssen da, ja, oder wir müssen so nochmal suchen. Mal gucken. Machen wir erstmal das hier. Buhu-Wettläufer. Oh, das hört sich spannend an. Nach einer... Zeit-Time-Herausforderung. Ich liebe Zeit-Herausforderungen, auch wenn ich mich oft aufrege. Im Donkey Kong liebe ich sie nicht, Leute. Da hasse ich sie, weil sie einfach unmachbar sind. Ja, nicht unmachbar, aber da muss man das Spiel so krank gesuchtet haben. Also, ne, Leute, wer da überall Goldmedaillen hat, der hat kein Leben mehr. Also, der hat echt gelitten, ganz ehrlich. So. Wollen wir uns nochmal angucken. Zum Timeläufer müssen wir. Wo ist denn der hin? Nehme jetzt hier erstmal Fledermaus, verzieh dich. Guck mal. Ah, genau. Hast du gedacht, ne? Raste aus. Hier, kriegst du direkt erstmal einen ins Face.
Ja, Goomba Power hier. Ich bräuchte mal genau eine Münze. So, was haben wir denn hier? Das sieht mir doch schön komisch aus. Die Brücke haben sie aber anscheinend irgendwie weggemacht. Weiß der Geier, wo man die hingemacht hat. Hier, Sternteile, 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 Sternteile. Stern, 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 Stern. Alle Sternteile möglichst mitnehmen. Für unseren... Ey, kommst du jetzt hier? Hier war noch eins, hab ich genau gesehen. Für unser Luma. So, was ist da los, hä? Hehehe, du willst ihn haben? Dann musst du mich im Rennen besiegen. Ja, ist mir recht, Freundchen. Hör mal, kriegst jetzt eine drauf. Also dann, auf geht's. Wir werden dich kaputt machen. Ja, 1,30. Hört sich nach einem leichten Rennen an, Leute. Ist in der Tat aber dann doch gar nicht so leicht. Vor allem, weil man gar nicht weiß, ja, wo man lang soll. Alter! Und der cheatet sich nämlich und glitscht sich da einfach mal durch. So. Oh oh. Leute, wir sind so schlecht, ne? Wir verkacken das voll, wir verkacken das voll. So, zack. So, jetzt haben wir noch eine kleine Chance. Raste aus! Ja! Wie geil, haben wir es jetzt geschafft? Und ich dachte, ich hätte den Sieg schon in der Tasche. Versprochen ist versprochen, ich gebe dir diesen Stern. Wie geil ist das denn mal? Wir hüpfen dem auf den Kopf zu durchs Ziel, ey. Das ist mal episch, Leute. Wie Hammer, ey. Ja, da hätte selbst der nicht mitgerechnet, dass wir den auf der Ziellinie noch auf seinem Kopf hüpfend überholen, ey. Wie geil war das denn, Leute? Epic pur hier. Das war mal richtig geil, fand ich. Und da kommen wir jetzt zurückgeflogen. So muss das doch sein. Erstmal den fetten Powerstern einsacken. Yay, 35. So, und ich mache jetzt schon mal einen Cut, Leute, weil ich meine, dass im nächsten Part jetzt, wie gesagt, so ein Endgegner... Oh, nee, was wollen die denn? Mario, ich bin's, der Briefträger. Ja, ein Brief ist für dich gekommen. Das ist so ein Trottel, ne? Ihr habt den Stern, aber jetzt komm ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft dir, ihn zu finden, ja. Was ist das so für ein Ort? Er ist wirklich vertraut, aber andererseits auch wieder nicht. Damit du Luigi Aufenthaltsorten nicht vergisst, gebe ich dir dieses Foto. Wenn du das Foto sehen willst, drücke Plus oder Minus, um den Pausebildschirm aufzurufen. Dann wähle das Briefsymbol, um das Foto zu betrachten. So, und genau das werden wir machen. Und zwar im nächsten Part werden wir den Luigi als erstes retten, habe ich gerade beschlossen. Und jo, aber dafür machen wir jetzt hier erstmal einen Cut und sehen uns beim nächsten Part wieder, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer TT Gamer.